Ich gehe jetzt wieder über dieses Brotkrümelmenü zurück in die übergeordneten Ordner, zum Beispiel jetzt nochmal ins Magazin, um dann auch mal hier mir anzuschauen, was es da sonst noch alles gibt. Es gibt verschiedene Kurse, die also auch ganz einfach dazu gebucht werden können, ohne dass man etwas dafür bezahlen muss. Die Kurse, die eben tatsächlich kostenpflichtig sind, die sind dann in unserem Shop tatsächlich auch gekennzeichnet, beziehungsweise das erkennt man dann an den Kursen selber auch, wie zum Beispiel an diesem Kurs hier Online-Seminar-Praxiseröffnung, dass man den Kurs dann eben kaufen muss. Und man kann den Kurs auch kaufen über PayPal und hat dann sofort Zugang dazu. Hier aber haben wir, wenn ich hier nochmal in das Magazin gehe, erst einmal, wie auch auf unserer Startseite, wenn man auf e-vidya.com kommt, verschiedene Symbole, die man einfach mal benutzen kann, um sich schnell bei uns zu orientieren. Hier kommt man eben, wie gesagt, in das Elias hinein, da sind wir nun schon drin, aber hier in dieser Multimedia-Bibliothek findet man also schon viele interessante Videos, die also frei zur Verfügung stehen und verschiedene andere Unterlagen. Einfach mal schauen. Und hier kann man einfach mal unser virtuelles Klassenzimmer, unseren Live-Online-Hörsaal ausprobieren. Und hier haben wir den Link zum Live-Support. Da kann man sofort Fragen stellen, beziehungsweise findet auch Antworten auf Fragen dort geschrieben in diesen sogenannten FAQs, Frequently Asked Questions. Da sind auch Videos drin, die das zum Beispiel zeigen, wie man sich in eine Live-Veranstaltung einloggt. Und hier unser Forum. Da möchte ich gleich hin zurückkommen, denn unser Forum, damit möchte ich diese kleine Vorstellung abschließen. Das ist ganz, ganz wichtig für den Austausch mit anderen, ungeheuer effektiv zum Lernen und bringt einfach Spaß. Ich gehe jetzt ganz einfach nochmal hier in diesem Breadcrumb-Menü beziehungsweise über dieses Obermenü auf meinen persönlichen Schreibtisch zurück, beziehungsweise auf den persönlichen Schreibtisch dieses fiktiven Kursteilnehmers, der hier zum Beispiel auch seinen Kalender hat mit seinen ganzen Veranstaltungen. Da sind alle Veranstaltungen markiert in diesem Kalender, die also tatsächlich für ihn demnächst anstehen. Ja? Und da sind jetzt gerade keine drin, weil ich das Konto so angelegt habe. Aber von jedem Kurs gibt es dort angelegt die Termine, die dann hier drin erscheinen. Und dann braucht man da einfach nur drauf zu klicken und sieht dann, was ist an dem Tag denn eigentlich los. Ja, jetzt möchte ich mit euch einfach mal auf meine Angebote gehen, um euch dort die Wiki zu zeigen. Beziehungsweise auch nochmal darauf zu verweisen, dass sowohl unter meinen Mitgliedschaften, das heißt also die Kurse, in denen ich Mitglied bin, da kann ich immer in die Kurse hineingelangen, also zum Beispiel auch in die Heilpraktiker-Online-Lerngruppe montags und donnerstags, als auch unter meine Angebote die Kurse zu finden sind. Die kann man nun auch tatsächlich vom Schreibtisch nehmen, wenn man sie ja schon tatsächlich in meine Mitgliedschaften hat, dann braucht man sie hier in meine Angebote nicht noch einmal. Und auf diese Art und Weise kann man das einfach mal vom Schreibtisch nehmen und hat dann schon mal etwas mehr Übersicht über das Ganze. Und man könnte auch genauso natürlich sagen, das habe ich mir schon angeguckt und auch das hier, das habe ich mir schon angeguckt, das brauche ich jetzt nicht. Denn unter meine Angebote sollte man sich ganz einfach Dinge aus dieser großen Ressource Elias nehmen und sie sich auf den Schreibtisch packen, die man dann bearbeiten möchte. Und so haben wir hier zum Beispiel auch eine Verlinkung zu dem Heilpraktikerforum. Die haben wir auch woanders, kann man also auch nochmal vom Schreibtisch nehmen. Und die Newsletter-Anmeldung habe ich noch nicht gemacht, könnte ich nochmal machen, lasse ich auf dem Schreibtisch. Aber hier haben wir nochmal verschiedene Wikis. Hier ist sie sogar doppelt drin, die eine Wiki. Also nehme ich sie sowieso schon mal vom Schreibtisch. Und jetzt möchte ich die Wiki einmal zeigen. Die Wiki ist ganz einfach eine, so wie Wikipedia, eine Sammlung von Beiträgen, auch von Teilnehmern. Und wir ermutigen und jeden Teilnehmer, sich daran zu beteiligen. Also jeder Teilnehmer hat auch die Möglichkeit, in der Wiki zu schreiben. Dazu gibt es eigene kleine Videos, die das genau erklären. In dieser Wiki wird also gesammelt, was also zu verschiedenen Themen am besten eben zusammengefasst kundzugeben ist, bedeutet ganz einfach,
gekürzt die Darstellung einer Thematik, wie sie für Heilpraktiker jetzt wirklich sinnvoll ist. Schauen wir uns zum Beispiel einfach mal hier das Thema Diabetes an. Da finden wir dann schon mal verschiedene Beiträge, wo also tatsächlich etwas über Diabetes geschrieben wurde, zum Beispiel über den Diabetes insipidus. Und wenn man hier feststellt, tatsächlich als Teilnehmer, da ist irgendwie ein Fehler drin, dann kann man das Ganze auch bearbeiten, beziehungsweise man kann auch einfach sagen, ich ergänze das Ganze. Wie gesagt, hierzu gibt es auch kleine Videos, auf die ich dann auch noch einmal verweise, die also hier diese Wiki noch, die Benutzung der Wiki noch besser erklären. Jeder kann also, wie gesagt, hier dran teilnehmen und wir Administratoren beobachten das, wir kontrollieren die Einträge, die dort gemacht wurden, sodass da auch nichts Falsches drin steht. Ich habe noch einmal die Suche Diabetes eingegeben und hier finden wir dann auch nochmal die Verlinkung zum Diabetes mellitus. Hier sehen wir gleich etwas, was häufiger in der Wiki passiert. Dass es nämlich eine weitere Verlinkung gibt. Und da haben wir schon einen Beitrag, der also sehr viel mehr Inhalte hat. Und auch hier kann natürlich jeder Teilnehmer das nochmal bearbeiten. Und ja, das ist also tatsächlich so gedacht, dass hier also Art auch kleine Referate erstellt werden. Das heißt also interaktives Zusammenarbeiten, interaktives Lernen. Das gleiche gilt natürlich auch für unsere Wiki Homöopathica, die ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal zeigen möchte. Und auch hier gehe ich wieder zurück auf den persönlichen Schreibtisch, der ja jetzt schon mal viel ordentlicher ist, der ist schon mal aufgeräumter. Wie gesagt, man kann alles das, was man einfach nicht mehr braucht, vom Schreibtisch nehmen und dann eben tatsächlich einfach eine bessere Übersicht haben. Man könnte hier auch tatsächlich solche Webfeeds einfügen und sich auch Notizen machen. Und hier sind zum Beispiel auch die Zugänge direkt zu finden, die allerdings auch immer in den Kursbereichen selber sind. Und ich empfehle tatsächlich, dass man lieber immer über den Kursbereich hineingeht, damit man da auch immer Überblick hat über all das, was in dem Kurs gerade passiert. Also zum Beispiel in dem Kurs Grundkurs, wie wir hier sehen. Da gelange ich in diesen Kurs und sehe dort eben auch den Zugang zu den Veranstaltungen und sehe hier auch andererseits eine Verlinkung zur Lerngruppe, um dann darauf zu klicken und auch hier wieder den Zugang zur Lerngruppe zu haben und hier einfach über diesen Link dann am 5. September direkt teilzunehmen, beziehungsweise hier über Centra Web Interface die Möglichkeit zu haben, was habe ich überhaupt für, anzusehen, was habe ich hier überhaupt für anstehende Veranstaltungen. Und hier über diesen Link würde man immer die Aufzeichnung finden.